bin hier am Neckar in der Nähe von den Zugwiesen bei Ludwigsburg, zwischen Remsegge und Ludwigsburg. Hinter mir sieht man so ein bisschen Steinbruch und Weinberge und den Neckar. Ich hoffe, man sieht's. Ich wollte mal über Menschen reden, die quasi an jedem Scheißhaufen stehen bleiben. Ich bin gerade mit dem Fahrrad unterwegs und hin und wieder sieht man mal einen Scheißhaufen auf dem Weg von irgendeinem Hund. Und im übertragenen, metaphorischen Sinne gibt es Menschen, die einfach an jedem Scheißhaufen stehen bleiben und sich darüber aufregen, dass hier ein Scheißhaufen liegt und dass jemand anders den Scheißhaufen nicht weggeräumt hat. Das ist die eine Art von Menschen. Dann gibt es die zweite Art, die den Scheißhaufen sehen und dann einen großen Bogen um den Scheißhaufen machen und weiterlaufen. Und dann gibt es die Menschen, die den Scheißhaufen sehen und denken, hey, cool, ich nehme den mit, Kompost für meinen Garten. Also im übertragenen Sinne natürlich. Und was bedeutet das, also metaphorisch gesehen, was sind diese unterschiedlichen Menschen? Also die einen Menschen, die regen sich über alles auf, die identifizieren sich sozusagen mit Drama und wollen also stehen bleiben und unbedingt sich darüber aufregen. Das gehört zu der Identität von diesen Menschen, das machen sie schon immer und das wollen sie auch weiterhin machen. Und die bleiben dann stehen und kommen im Leben nicht weiter. Die tun sich also von jedem Scheißhaufen, der eigentlich von einem anderen dahingelegt wurde, aufregen über jeden Scheißhaufen und bleiben da stehen und drehen sich quasi erstmal darum, bis sie sich ausgekotzt haben sozusagen und gehen dann erst weiter und dann kommt auch schon bald der nächste Scheißhaufen, weil irgendwo liegt immer ein Scheißhaufen rum sozusagen. Die anderen Menschen, die sind schon einen Schritt weiter. Die sehen den Scheißhaufen, ja, gehen um den Scheißhaufen rum und gehen einfach weiter. Das heißt, die gehen zwar ihres Weges, aber sie machen aus ihren Scheißhaufen, die sie auf dem Weg finden, quasi nichts. Aus ihren Fehlern, aus ihren Problemen im übertragenen Sinne machen sie nichts. Sie weichen den Problemen aus, schauen sie, dass sie in der Komfortzone bleiben und einfach ihr gemütliches Leben führen können. Aber die Menschen, die dann großartig, die irgendwas Tolles leisten, die wirklich sich erfüllt fühlen wollen am Ende des Lebens, noch während des Lebens, während des Weges, den sie gehen, die nehmen diesen Scheißhaufen, also ihre Probleme, ihre Ängste, ihre alles Mögliche eben, was die anderen Menschen als negativ betrachten, nehmen den und düngen damit sozusagen ihren Garten, also benutzen das sozusagen für die eigene Spiritualität, für das Wachstum von sich selbst. Und sehen das sozusagen als Geschenk und sehen es als etwas, was einfach zum Leben dazugehört. Also, eine schöne Metapher, die ich in einem Buch gelesen habe mit den Scheißhaufen. Und welcher bist du? Bist du derjenige, der sich wirklich über alles Mögliche aufregt, auch über die Kleinigkeiten? Oder bist du derjenige, der in der Komfortzone bleibt und versucht, allem auszuweichen? Oder bist du wirklich der diese Probleme annimmt und sagt, yes, neues Feuer für meine Bewusstheit, neues Feuer für meine Weiterentwicklung. Nur an den Problemen, das, was mir ein Problem bereitet, daran sehe ich, was mich noch in meinem Leben stört. Das ist also nur eine Reflexion von deinem Inneren. Es sind gar nicht die äußeren Probleme, wo man die anderen beschuldigt, sondern es ist ein Problem oder das, was einen aufregt, das, was einem Angst einflößt. Es ist immer eine Spiegelung von sich selbst und weil man sich mit sich selbst meistens nicht beschäftigen will, die meisten Leute, sagt man dann, die und die sind schuld, der und der hat mir das eingebrockt, deswegen der Kindheit habe ich die Ängste, weil der das gemacht hat, bin ich jetzt in dem Problem und so weiter. Falscher Ansatz, funktioniert nicht, ist auch völlig falsch, es ist immer in dir selbst. Und wenn man die Scheißhaufen nimmt und sagt, ja, jetzt kann ich mit meiner Angst arbeiten, jetzt weiß ich, wo sie sitzt, jetzt weiß ich, wo mein Problem sitzt oder es gibt gar keine Probleme, jetzt erkenne ich eigentlich, dass das, dadurch, dass es mir als Problem erschien, dass das Problem erstmal ist und ich kann daran arbeiten. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video an einem wunderbaren Freitag. Erster frühlingshafter Tag, so 14 Grad hier und super Rad zu fahren. Bis zum nächsten Video, ciao.